Meine Fähigkeit eben aktiviert. Ich auch. Ich aber auch. Bam. Tröste dich. Ja, nee, ist klar. Nein, wie behindert ist das denn? Guck mal. Wieder. Ja, siehst du. Vermutlich. Ich brauche dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Sicher, Jack? Dieser Plan könnte ihre schreckliche Verstümmelung bedeuten. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Naja. Auch noch welche? Ich hab schon alles. Die brauche ich. Ich bin nur die Ladung, nicht du. Nee. Und ich muss niesen. Unterdrücken. Nies. Ja. Ja. La 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 la. So. Du sollst nicht mit. Hast du nicht gehört? Nur ich. Da soll ich mit. Nein. Uns geht das nicht, du Sack. Ich will nicht. Hier nichts mehr. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Dann mach. Reise beginnt. Bildnis der Stille. Oh, leck. Hab ich auch gehabt eben. Ah, Wusch! Abflug! Ja. Ja, ist klar. Schieß mal da drauf. Wollen sie als Station behalten und zerstören sie halb? Ja. Oh, ein Tampon durch die Welt. Tampon mit Kubella. Ju. Oh. War das nicht, Teenie? Geht doch gar nicht. Warum nicht? Die Geschichte zwischen 1 und 2. Gibt's nicht. Doch. Aber die sieht viel besser aus. Die Geschichte ist wirklich zwischen Teil 1 und 2. Hallo? Ah. Hallo? Doch. Hört sich genauso an. Der Nicht-Roboter wird sterben. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und alle Nicht-Roboter ersticken. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nicht antworten. Spar dir die Luft. So, du stirbst, ich nicht. Ich bin Roboter. Ja. Danish Springs. Schwarz mit Händen. Oh nein, wie geil! Papi, ich renn mir nicht den Weg rum, echt. Da. Was für extra? Was haben wir denn diesmal special? Achso, wieder das hier.
glaube das Ding hier. Ey, du hast das Schild. Ich krieg Luft, ich krieg Luft. Wo siehst du das? Weil das Schutzschild aktiviert hat, ich bin ja fast verreckt, deswegen. Und weiter geht's. Achso, ich sterb gar nicht. Hast du so eine Luftanzeige oder was? Sind das? Nö. Okay. Du kannst ja nicht sterben. Ohne ja, Luft. Ja, aber du musst. Hast du irgendwie eine Anzeige oder so? Nein, ich sehe immer, das wird immer nur schwarz und so. Okay, jetzt. Ja, bei mir passiert nichts. Alles okay? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janice Briggs, Schrotthändlerin. Und du? Ich bin Athena. Tja, hallo. Und was machst du hier? Wir müssen zurück zur Helios-Station, aber das geht erst, wenn wir ein Störsignal irgendwo auf diesem Mond abstellen. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Ja, und ich kann immer noch nicht atmen drauf und scheiße. Okay, ich mach das schon. Ja, wir müssen beide rein. Die Sache ist, unterwegs gibt's Luftstation. Ich kann ja direkt weiterlaufen. Ich weiß, dass du keine Luft kriegst. Egal. Ja, hat eigentlich so einen lustigen Vorteil, ne? Oh, da kommen Gegner. Oh, das werden sogar Pfeile angezeigt, wo sie jetzt eigentlich sind. Wollen die vorher auch. Nein. Ich renn mal schnell weiter. Oh, leck mich. Ja, da vorne ist nämlich eine Luftstation. Ja. Luft. Gegner. Boah, du herziehst, Drecksvieh. Was gibt's denn diesmal als Echse? Oh, cool. Ah, Gesundheit voll und Mini-Trap. Musste das sein, du Arsch? Dummer Affe, echt. Guck mal, der beschäftigt sich damit. Drecksack. Schande, Mini-Trap. Du musst mit deinen Fleischklöpsen umspielen. Ja. Ah, ne, oben. Zerstöre die Schlösser oben. Oder? Ja, oben irgendwas. Ich geh schon. Ey, wieso gehst du nach oben? Achso, da sind Schlösser dran? Ja. Aha. Du blind bist auch nur du. Könntest du auch diese Schurken für mich killen? Nee, du Pisser. Bring rein und du rennst mit voll da drunter. Sackgesicht. Ich bin dein Looter auch. Nee, ich schon. Kennst du doch von mir? Nein. Von dir doch nicht. Und tschüss. Und tschüss. Stimmt die. Das sind nur Waffen gewesen, ne? Du weißt, dass da Waffen waren. Wolltest du auch hin, ne? Ja. Soll ich dir den mitbringen? Bin voll weit weg. Soll ich diese bringen, oder? Finger weg. Komm da rein. Okay. Ach, du bist hinten. Ja. Soll ich schon mit Tantchen quatschen hier? Du machst doch sowieso immer, was du willst. Okay. Quatsch. Der Typ führt ein paar Scavengers, Scavs an, die immer die alte Dahlmine geplündert haben. Colonel Sarkedin hat sie eingesperrt, aber sie sind entwischt, als Dahls Grabungen. Ach, was sind das denn jetzt, Brings? Sag mir doch, weil ihr das ein Kaiju. Wenn du dich im Vakuum. Achso, okay. Und ich freue mich. Klare Win-Win-Situation. Oh nein. Nichts zu tun? Ich hab Arbeit für dich. Jetzt bin ich rübergekommen. Und du hast natürlich eine gute Waffe genommen, ne? Die hat nur einen Schadenunterschied. Aha.
Muss ein Feuerclap der. Der macht damit. Mit den hässlichen Feuerclap. Der macht die richtige Party hier. Nervige Party macht er. Feurige Party macht er. Seht mich schon, ich steige auf. Gibt das hier immer noch? Warte, ich guck mal gerade. Bin mir nicht gerade noch gehauen von dir. Ah, du hast zwei Gegner bei dir. Ich war ganz halt auch im Menü. Wieder ein neues Level. Ich wollte jetzt gerade mal lesen, was wir so können hier. Feuerrate, Waffenart.